Jo Leute, was geht? I am Bengo hier und wir sind wieder zurück mit einem weiteren F1 2021 Video. Heute ein 25% Rennen in Kanada. Ich verrate euch nur so viel, wir haben während dem Safety Car, ja, mit der Strategie experimentiert. Und es bleibt spannend bis zur letzten Sekunde. Bleibt dran, habt Spaß und wir sehen uns bald wieder. Peace. Gott. Ja, boah, fast kein Setup gehabt. Warum starten wir auf Harz? Wir starten auf Harz einfach. Ja, Apokalypse. Ey, die ruhig bleiben. Ciao, Servus. Nein! Virtuelle Safety Car. Caution, the virtual safety car has just been deployed due to a build-up of debris on the track. Warum haben wir... Aber ist eigentlich eh wurscht. Wenn jetzt Safety Car kommt, gehen wir auf die Softs und fertig. Bis dahin werden wir einfach die anderen demütigen. Ui! Matze! Ja, erste Kurve wird interessant. Safety Car kommt direkt raus. Ciao, Servus. Elias! Was ist denn passiert? Es hat ihn einfach zerfetzt, Mann! Oh mein Gott! There's been an incident on track, but officials aren't looking to push for a safety car right now. Just be careful. Hey, wie langsam diese Reifen sind, gell? Nick hat auch aufgeben. Caution. Weil ich dem ausweichen will, Niklas! Es ist alles schief gelaufen, was schief laufen konnte. Was machen wir denn? Ich glaube, ich gehe einfach soft. Safety Car. Während ich in der Box bin. Come on. Ei. Was ein Start. Ich weiß nicht mal, was ich sagen soll, Leute. Ja, und der Dan ist jetzt da. Mit dem... Jetzt bin ich auf Position 16 und muss einfach mit dem letzten fighten. Oh, warum sind da immer gelbe Flaggen, wenn da keiner ist? Hinter dir ist einer da. Ja, der... Ich weiß, dass er schneller ist als ich. Virtuelle Safety Car. Komm, Full Safety Car. Ja, Full Safety Car. Jetzt. Ich geh nochmal soft. Na sicher. Du, klar? Ja, kannst du nicht. Doch, doch. Ich war schon in der Box. So. Kannst du nicht mehr. Auf was geht der? Ach, soft. Okay, we can take you this lap. Ja, schau. Er hat recht, ich wollte es auch machen. Ich hab drückt nämlich Box fahren. Einfach neue Softs holen. Eine Runde neuere Softs. Das ist interessant. Ja, hast du dir gesagt, das wäre der Move gewesen direkt auf Video. Ja, aber er weiß nicht, was ich jetzt mache. Ich gehe nochmal in die Box für Softs. Na, ich glaube, das war der Move jetzt. Ich glaube, das war der Move. Go, go, go. Da kommt er schon, der Dan. Der Gute.
Er fährt auch nochmal in die Box. Mhm. Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car in this lap. Was? Ich glaube, es geht sich aus, dass er kommt. Ja, dann haben wir da den Restart. Der wird voll durchfahren, der Dan. Das geht's genau aus, ja. Green flag. We're trailing our teammate by 3.0 seconds. Ciao, servus, sorry, lost. Aber ich glaube, er hat seinen Front Wing gelost. Nein, nicht jetzt verteidigen, Kreuzi. When I'm switching lanes, man. Ich wollte gerade sagen, absolut. Come on, dass der Move funktioniert hat. Let's go, baby. Aber den Bock nicht nachlassen. Ja, da muss jeder mitspielen. You've moved up to P9, into P9 now. Nochmal wieder fahren, Alter. Ich weiß nicht mal, wie viel die Verwarnung das ist. Ob es die zweite ist oder die erste. Den aufgeben. Nächste Runde wird aktiviert, ja. Fortunately, the marshals have managed to clear it up in time and there are no plans for a safety car right now. Ja, aber mit dem Windschatten schon sehr viel rankommen, glaube ich. Will fighten. Fährt in die Box. Ich park mein Leben nicht. Ja, oder einfach hinter ihm fahren und sparen. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. A new strategy is available on the MFD. Chef, ich fahr durch mit den Reifen. Nerv mich nicht. Copy. Diese Kurve. Sieht einfach nicht, wo der Apex ist. Das ist das Problem. Ui. Gaming Place, sicher Schaden. Da lag ein Flügel. Irgendwer muss Schaden haben, also. Auf jeden Fall ist er auf die Mediums und wir müssen da vorbei. Er hat gerade eine Strafe bekommen. Okay, genau dort, wo wir. Genauso wie wir vor die Verwarnung bekommen haben. The car behind is dropping back. We're seeing a gap form. Box, box. We're coming in this lap. Schau, das ist es. Man sieht einfach nicht, wann man einlenken kann. So, wir pushen ihn zum Pushen. Ich will Windschatten brechen.
zu viel Batterie noch. Ich kann nicht vorbei hier. Er hat das DS. Ich kann nichts machen. Siegic in der Box. Hatte er Schaden? Und hat gemerkt, es geht nicht mehr. Das kann auch sein. Kein Safety Car jetzt. So. Green Flag. Wir haben die Kurve bekommen, oder? Jetzt heißt Push und schauen, dass wir da ein bisschen näher kommen. Wir haben mehr Batterie als er, als die. Mein Kollege ist da vorne, auf 2. Wieder die 2, wie in Singapur. Aber ja, auch wieder da dasselbe wie bei Gaming Place. Bravo 6 Sekunden. Wir sparen. Ja, unser Teamkollege wird da keine Chance haben, oder? Bravo sehr viel an der Wand. Die blinken alle. Er zieht zurück. Danke dafür. Siegic mit der neuen Reifen. Die schnellste Runde. War nicht anders zu erwarten. Und wir wollen uns da jetzt vorne einmischen. Boah, schwierige Kurve zu zweit. Und jetzt Full Push. Er hat kein DRS. Er hat das DRS, okay. Aber wir haben... Na, oh, wir blinken auch. Wenn wir jetzt aus dem DRS kommen, wäre er magisch. Von hinten. Komm on, Eis, jetzt push. Aber schwierig. Es wird schwierig. Unsere Reifen lassen einfach nach. Und 30% hinten. Amigo noch immer keine Strafe. Er pusht heftig. Amigo braucht die Strafe, Mann.
4 laps of fuel remaining. Was für lieber das Auto. Yellow flag. Gelbe Flagge da irgendwo. Okay, eher außen. Teamkollege hat Probleme. Wir pushen. Ich glaube, schaffen wir es aus dem DRS. Na, vielleicht. Ja, ich glaube, wir haben es geschafft. Das ist Opportunity. Jetzt muss er ihn beschäftigen. Ah, Eis ist auch nicht im DRS. Wir haben 0%, Mann. Leon hat 6 Sekunden. So gut. Wieder nicht im DRS. Ah, geh nicht aus dem Weg. Bitte schenk's uns. Schade. Er schenkt's ihm. Ich barg ja mein Leben nicht. Er schenkt's Amigo das DRS. Das ist unlucky. Schau, wie viel er bekommt. Er hat zweimal jetzt DRS. Er ist wieder full da. Wie unglücklich ist das denn in der letzten Runde? Das ist wieder so unglücklich. Was? Er hat eine 3-Sekunden-Strafe! Ich würde vorbleiben! Ich Idiot! Ich vermasel den Exit. Ich vermassel den Exit und schaff's nicht! Oh. Ich war zu nervös. Ich war zu nervös. Der Exit, der wär's gewesen und wir hätten's geschafft. 100%. Wir haben den Move gemacht mit dem DRS. Aus seinem Weg raus, abbremst, wieder da. Und wir schaffen den einen Exit aus dieser Hairpin nicht.